Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma für die Switch. Und wir befinden uns hier in Gran Sola, ne, wie heißt das jetzt nochmal? Gran Sola, glaube ich. Mal direkt rein. Genau, Gran Soren, so war das. Und haben ja unseren Hydra-Kopf abgegeben. Und jetzt ist Mercedes weggegangen. Und glaube ich, rede mit dem Chef. Gucken, ob wir noch hier irgendwas erforschen können. Wir werden uns mal das Dorf hier angucken. Die Stadt. Erstmal in der Hauptstadt. Am besten sucht ihr euch zuerst eine Unterkunft. Im Gasthaus hört man auch den neuesten Klatsch mit all den Volk aus Gransis. Es gibt ein gutes Gasthaus direkt hinter dem Stadttor. Haltet einfach nach dem Schild Ausschau. Okay. Gut, wir gucken mal rum. Das ist das Stadttor da? Wahrscheinlich, ne? Hin, ist das das Stadttor? Das ist das Tor, wo wir... Ich habe eine Warenlieferung. Die Straße bleibt gesperrt, bis alles ausgeladen ist. Habt Geduld, es wird nicht lange dauern. Okay. Dürfen wir also nicht längs? Gut, ihn können wir nochmal ansprechen. Hier ist Mason. Ihr scheint im Auge des Sturms zu stehen, der Vector. Oder vielleicht seid ihr es, der alle anderen um sich drehen lässt? Ach, ein Philosoph. So, was gibt's hier denn? Waffenschmiede, das ist auch gut. Genau. Hast du denn Waffen für uns? Das sind alles Meisterwerke, damit liegt der Gold richtig. Verbessern? Nehmen wir mal kurz auf kaufen. Guck mal, was wir haben. Weiß nicht, nehmen. Genauso viel wie unser jetzt. Ein bisschen mehr. Stilett. Kostet aber auch gleich 11.000. Könnte natürlich kaufen. Aber da warten wir noch ein bisschen ab. So viel mehr ist es auch nicht, oder? Ja, schon ein bisschen, aber auch nicht so viel mehr. Gut, dann gehen wir weiter. Was gibt's denn noch hier so? Da, ein Waldbogen. Der Waldbogen macht schon ein bisschen mehr Schaden. Aber auch echt, ja. Immens. Gut, weil wir gehen mal kurz weiter, gucken, was für ein Kopf hier was hat. Eine weiße Kappe. Das wäre schon mal nicht schlecht, wenn wir da mal ein bisschen verbessern könnten. Denn richtig viel haben wir noch gar nicht an Schutz. Also was hat er denn da so? Weiße Kappe. Lederkapuze. Das ist die Schleichersmaske. Wo ist der Unterschied zwischen der da oben? Wie vom Preis? 112, 101. Jetzt 101. Schlagwiderstand. Geht mal ein bisschen mehr. Also, ich glaube, wir nehmen die einfach mal mit. Verbessern uns mal ein bisschen. Obwohl, nee. Obwohl, wir müssen uns mal langsam verbessern, ne? Pass auf. Nimm hier eine mit. Genau. Haben wir die schon drin? Ja. Gut, dann gucken wir weiter hier. Im Körper. Gestepptes Wams. Baumwolltunika. Wams. Eisenverstecktes Hemd. Ledernder Brustpanzer. Nietenpanzer. Der. Magische Abwehr auch hoch. Der Panzer. Währungsgegenstand. Lederschutz. Wird gar nicht mal so schlecht. Haben auch kein Geld für. Ja. Ich kann mal jetzt etwas Einfacheres. Für ein bisschen Schutz überhaupt haben. Hier nehmen wir die noch mit. Dann haben wir noch genug. Ende. Das Gewicht achten ein bisschen. Arbeiterhandschuhe. Noch mit. Cool. Natürlich besser, ne? Aber die hat gleich 3,6. Egal, nehmen wir auch noch mal mit. Die Beine. Grillighose. Liegt gar nicht mal so viel, kostet aber auch gleich 5.500. Aber gar nicht mehr Kohle für.
So, was ist denn hier? Oberbekleidung. Schultermantel. Erdnummer. Berine. Okay. Hier da nichts. Gehen wir zur Kasse. Und kaufen den Kram. Jetzt. So, also. Wir müssen auf jeden Fall den Bogen. Bogen überhaupt. Ich habe meinen Bogen gekauft. So, der Kopf. Ausrüsten. Das. Streicher. Da drüber oder was? Aha. Okay, das ist die Klamotten. Auch noch. Beine haben wir das hier. Das haben wir schon angezogen. Okay, so, jetzt können wir doch auch einen die Sachen auch bei ihm verkaufen noch, ne? Müssen wir auch irgendwann mal gucken, dass wir irgendwas nochmal auch für unsere Mitläufer, dass die auch irgendwas kaufen können. So. Materialien. Koboldhorn. Okay, jetzt verkaufen wir. Wolfspelz. Kann man schon irgendwas draus bauen, wenn man will. Okay. Aber noch hier. Ein unbeschriebenes Papyrus. Leerum wechseln. Ah, okay. Ich weiß noch nicht, wofür wir die gebrauchen können, aber das werden wir schon rausfinden. Ein Tisch, auf dem Zimmern ihre Werkzeuge ablegen. Der Begriff dieses Instruments ist gerade so und zu Daten nur zu vertraut. Fußeisen. Sträfling und das kann man doch wegverkaufen. So, den rostigen Bogen, den nehmen wir auch mit. Fischerlumpen. Verkauft werden. Alles, was wir nicht brauchen, kommt natürlich weg, ne? Kasse. Verkaufen. Gut. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob man das verbessern kann. Was kann ich verbessern hier? Halsabschneider? Halsabschneider. Solche hier Mitte. Aber wir können die Stufe 1 verbessern. Geht schon mal auf 62. Oder auch gleich die Stufe 2 machen. Okay, jetzt weiß ich auch, wofür wir die Sachen brauchen, die wir hatten. Gut, was brauchen wir hierfür noch? Ja, warte mal. Oh. Was brauchen wir hierfür noch? Zedernzweig, okay. Finden wir vielleicht auch nochmal. Viermal brauchen wir das dafür. Gucken wir mal, ob wir das finden. Oh, warte. Der Kurzbogen. Brauchen wir dafür? Ein bisschen höher machen, machen wir jetzt nochmal. Wenn wir auf 1 sind. Hier noch so. Weiße Kappe. Einer Gold, dann gehen wir automatisch die Abwehr ein bisschen hoch. Ah, das machen wir jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal nur auf Waffen, aber wir brauchen wir nicht machen. So, Dankeschön. So, jetzt haben wir uns ein bisschen was. Mit Geld und den richtigen Materialien können alle Waffen und Rüstung verbessert werden. Außer Schmuck. Falls ihr nicht genügend Materialien parat habt, wird der Rest automatisch eurem Lager entnommen. Ah, cool. Okay, müssen wir noch ein paar Sachen in Lager legen, haben wir jetzt noch nicht gemacht.
Sei gegrüßt, Flavian der Stadtschreier, zu euren Diensten. Wenn ihr den Bürgern der Hauptstadt Durchgangs vergönnt habt, dann bin ich euer Mann. Ich hab gerade nicht gesagt, dass wir waren das doch, die. Naja, egal. Ich würde sagen, wir müssen uns mal ein bisschen hier umgucken. Einfach mal, um zu sehen, was wir noch so machen können. Ausgang. Umgehungskarte. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den Waffenschmied gefunden. Den müssen wir, glaube ich, selbst finden. Wenn das der Ausgang ist, muss ja hier irgendwo die Taverne sein. Gut, dann laufen wir da mal hin. Und letztes Stadttor. Das ist hier die, vielleicht die Taverne. Kommt rein und haltet euch links, hatte sie gesagt, oder? Ja. Das glaube ich nicht. Das geht auf die Stadtmauer. Gut, wenn das ausgegangen ist, dann gehen wir mal hoch. Muss ja irgendwo hier oben kommen. Man sagt, ihr ist hier weg, das ist wahr. Ich muss sagen, ihr gefällt mir. Macht es euch zur Gewohnheit, hierher zu kommen und ihr werdet bestens bedient werden. Was habt ihr denn da so anzubieten? Ah, okay, hier kann man so Sachen kaufen. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Laden auch entdeckt. Das sieht man dann immer erst auf der Karte, ist mir gerade aufgefallen. Aber jetzt sieht man hier auch. Okay, das ist nicht gut zu wissen. Wenn wir mal kurz gucken, ob wir hier mal die Waffen. Mal, ob wir den Taverne finden, die ist vielleicht hier. Das ist die Taverne, okay. Wer ist sie? Wie meinen? Ah, okay. Oh, hier ist ein schwarzes Brett. Auf den Geschmack gekommen. Ah, hier kann man verschiedene. Hier findet ihr verschiedene Angebote. Bei voriger Beendigung winkt eine Belohnung. Gebt Selen, Königslober und Kräuterbier zu erhalten. Ich glaube, wir nehmen die einfach mal, an. Wir lesen die noch nicht durch. Die lesen wir uns erst durch, wenn es soweit ist. Macht am meisten Sinn, glaube ich. Durchkommen. Taverne. Aber wie kann man denn schlafen hier? Willkommen in Ansmiths Taverne. Jetzt aktualisiert gerade unsere Questlog. Komm nicht rein. Okay, Taverne. Wir brauchen ein Gasthaus und keine Taverne. Fällt mal rein. Vielleicht hier? Haben sie geschlossen. Hier ein Haar, ein Friseur. Ein Barbierladen. Okay, den haben wir auch entdeckt. Okay, man muss auf Schild achten. Also irgendwie finde ich hier keine Schilder mit Gasthaus. Kann aber auch sein, dass ich irgendwie nicht richtig gucke. Wie durchforsten macht er die Stadt hier? Muss ich mal alles angucken. Jagdgelände, okay. Bin ich also die Jäger. Was gut, was los hier in der Stadt, ne? Oh, wir rennen mal hier hoch. Da sind die meisten verriegelt. Könnte das hier? Gasthaus zur Einigkeit, ja gut. Das Gasthaus dient als Gilde für Abenteurer. Sprecht mit dem Schenk Assalam, um euch zu erholen, Fertigkeiten zu erlernen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr ausreichend Erfahrung sammelt, eure Laufbahn ändern. Okay. Seid ihr der Erweckte, von dem die Männer des Trupps sprachen? Ihr seid unscheinbar, als ich dachte. Ach, vergib mir mein armseliges Geschwätz. Ich hatte mir einfach jemanden wie aus den alten Legenden vorgestellt. Erlaubt mir doch bitte, dass ich von vorne beginne. Ich bin Assalam und dies ist mein Gasthaus, obwohl wir auch hier eine Vielzahl anderer Gewerbe betreiben. Ich hoffe, dies ist euer erster von vielen Besuchen. Herr, ich stehe euch zu Diensten. Ihr wünscht etwas über die Vasallenlegion zu erfahren? Dann führt der kürzeste Weg zu Antworten, die ihr sucht, Richtung Westen. Dort findet ihr die Vasallengilde von Grand Sorain, ein Treffpunkt für alle ihrer Art. Sagt den Wachen einfach, dass ihr Geschäfte mit der Gilde habt. Sie werden euch passieren lassen. Ah, okay. Fertigkeiten erlernen oder festlegen. Das können wir jetzt mal machen. Super. Ja, erlernen. So. Auch, wir müssen auch Kohle dafür ausgeben. Aber jetzt können wir die Sachen hier erlernen. Das ist schon mal gut.
Jetzt weiß ich auch, wo es ist. Also, beißender Wind. Wurf und zünden. Mit gezückter Klinge stürmt ihr hinter den Gegner und greift ihn gezielt an. Mit zusätzlichen Hieben in der Folge. Ihr katapultiert den Gegner in die Luft. Ein weiterer Befehl lässt jede Menge Sprengstoff hochgehen. Alter. Schleudert eine Feuerwerksexplosion ins Kampfgetümmel, die umstehende Gegner betäubt. Mit gezückter Klinge stürmt ihr auf die Gegner zu. Zusätzliche Kommandos bewirken weitere Angriffe. Mit gezückter Klinge wirbelt ihr durch die Luft, besonders wirkungsvoll, wenn von erhöhter Position aus eingesetzt. Fängt leichtgewichtiger Gegner mit einem Seil und hält sie am Boden fest. Bringt den Anwender in die neutrale Kampfhaltung und beseitigt die Eröffnung anderer Aktionen. Oh, klein Ding hier. Wurf und Zünden. War auch noch mit. So. Hier was lernen? Schießt drei Pfeile in keilförmiger Anordnung ab. Spannt den Bogen mit voller Kraft und schießt den Pfeil geradeaus. Schießt unzählige Pfeile gegen Himmel, die in einem weiten Radius herabregnen. Nicht schlecht. Pfeilhagel. Einfach von Pfeilregen, die den Angriffsradius enorm vergrößert. Braucht gleich mehr, egal. So. Kernfertigkeit. Gravieren. Die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit mit Dolchstößen, größere Reichweite und abschließenden Tritten. Regen. Eine verbesserte Form von Zweischritt, die einen wirbelnden Schlag auf Gegner fesselt. Das Lösen. Die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit. Der nächste Pfeil kann dann noch schneller bewegt werden. Womit? Das ist in Form von Zweischritt. Kohle haben wir nicht mehr. Impfung. Wenn ich Rückstoß, wenn ein Bogen erfolgt. Anhöhung und andere Umgebungen können schneller erklommen werden. Man kann das Ding echt, man kann den ganz gut. Empfehlungen gibt es noch keine. Man kann schon. Ja. So. Also beim Dolch müssen wir auf jeden Fall auch was reinhaben. Schneiden der Wind. Und Ruf und Zünden. Beim Bogen. Dreifachpfeil. Und Pfeilhagel. Fähigkeiten? Fähigkeiten haben wir noch nichts. Weil ich nichts kaufen konnte, ne? Okay. Oben steht 4990 Gold. Haben wir die alle jetzt nicht genommen? Ach so, das ist nicht das Gold, was benutzt wird, sondern die DB, die wir dafür benutzen müssen. Okay. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Weggehen. Komm, wir ruhen uns aber aus einmal. Bis zum Morgen bleiben. Los geht's. So, schlafen wir nochmal kurz da. Und dann gehen wir gleich mal raus. Mhm. Okay. So, wir gehen jetzt hier raus. Warte mal, hat man uns da noch was erzählen hier? Gelb, ne? Wir sind vor allem im Gasthaus, wir bieten mehr als nur einen Umgang. Wir können euer Haben gut beschützen und euch helfen, neue Fertigkeiten zu lernen. Zweifelsohne lernt ihr sehr schnell. Es ist unsere Freude und Pflicht als Bürger von Gran Soren, euch und allen Erweckten zu helfen. Bitte kommt und seid ohne Sorge. Betrachtet dies als euer Heim in der Hauptstadt. Okay. Gut, raus jetzt hier. Und jetzt können wir mit diesem Weg da längs gehen, den wir vorher nicht gehen konnten. Hier war das, ne? Jetzt wollen wir Geschäfte machen und dann müssen wir eigentlich da durchkommen. State your business. The Pawn Guild, is it? Genau. Alright. Through here and to the left. Just don't make a noose. Gut, wir gehen nach links. The Pawn Guild stands ahead. It is a gathering place for my kind. Hallo. Hallo. Can I help you? Helfen? Nee, kannst du nicht. Okay, das müsste ja die Gilde hier sein. Oh, hier ist noch ein schwarzes Brett. Walzer des Todes. Wir nehmen die alle mit. Und wie gesagt, wir gucken uns die alle durch. Wir lesen uns die Quest durch. Ich klicke die nicht nur an bloß, ich finde es immer so blöd, jetzt alles durchzulesen, weil man die Quest ja eh gerade nicht macht. Ah, hier.
Willkommen, Erweckter. Wir haben euren Kopf erwartet. Dieser Vasalle hört auf den Namen Barnaby. Ich kümmere mich um die Angelegenheiten der Vasallengilde. Die Gilde dient als Ort der Rast für Vasallen und als Tor zum Grabenbruch. Der Grabenbruch liegt unterhalb von Gran Soren, ein bedeutsamer Ort für unser Volk. Aber nun lasst uns jubeln über die Ankunft des Erweckten. Das Licht, das die Legion leitet. Gleich abgestiegen. Pole bekommen und Erfahrungspunkte bekommen. Oh, reden wir mit ihm. Es betrübt mich, euch behelligen zu müssen, so müde wie ihr von eurer Reise sein müsst, aber es braut sich ein Unheil zusammen. Ich möchte Sie dann gleich um eure Unterstützung bitten. Weiter zuhören. Mein Dank sei euch gewiss. Okay. Wo führt er uns hin, der gute Mann? Jenseits liegt das Grabenbruch, ein uralter Ort, der unter den Felsen von Gran Soren schlummert. Die Vasallen haben lange den Eingang zu diesem Ort bewacht. Aber seit der Wiederankunft des Drachen erfüllt eine seltsame Aura das Grabenbruch, eine Präsenz. Ein böses Omen, dürfen wir das nicht ignorieren. Ich bitte euch, nach der Ursache der Veränderung zu forschen und herauszufinden, was geschehen ist. Grabenbruch ist ein einzigartiger Ort, dies ist kein einfaches Unterfangen, kein Gefallen, den ich leicht sicher bitte. Darum frage ich euch, Erweckter, bitte steht uns bei. The Everfall is known to all, though few regard it as aught more than another ruin. Und noch weniger wagen sich in seine Nähe. Vielleicht fürchten sie ihn und so meiden sie ihn genau wie die Vasallenlegion. Gehen wir mal da rein. So, schauen wir uns das mal an. Was ist denn da, was das so auf sich hat? Oh, schmaler Gang. Ich muss was trinken. Ah, es war irgendwie die Ladesequenz doch schneller, als ich dachte. Gut. Da haben wir schon die neuen Sachen. Seht ihr das? Nein, der Wind. Dreifachschuss. Ah, cool. Das ist natürlich ganz cool. Geht auf jeden Fall verdammt tief runter. Ah, lass nochmal runtergehen. Nee, würde wirklich keiner vermuten, dass hier sowas ist. Ah, Spinnen sind eklig. Gut. Ich hoffe, die alle töten sollen, wir sind trotzdem eklig. Ich mag Spinnen nicht. Sind wirklich eklig, oder? Also ich bin auch im echten Leben schon eklig. Es liegt aber auch einfach daran, dass die 8 Beine haben und in jede Richtung laufen können. Also so vorwärts, rückwärts laufen können. Das finde ich irgendwie gruselig. Also keine Ahnung. Grünlattich. We may be within Grand Soren's gates, but this place holds most. Ein paar Monster drin. That stench, repulsive. Okay, deswegen vielleicht. Was ist denn Zombie, ne? Oder? Okay. Ah ja, yeah, das ist ein fieses Ding. Ja? Hat irgendwas? Irgendwas schnarcht doch da. Kannst nicht sehen, ne? Doof, doof. Genau, heilen uns mal ein bisschen. Guck mal, man kann ja auch verschiedene Drachen rein. Also müssen wir auf die Karte gucken kurz.
Okay, man kann hier auch reingehen. Sollen wir kurz hier reingehen? Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Oder hinkommen? Oder sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Nee, ne? Okay. Okay, okay. Okay. Komm schon. Oh, das war natürlich dumm. Ja, jetzt heilt sie uns. Mann. Dunkel hier. Ich kann natürlich meine Fackel mal anmachen, ne? Mal machen? Die sind vielleicht. So. Ist eine Kiste. Drin ist. Ja, Haarreif. Dynamit, ne? Okay, jetzt sind wir hier durchgegangen. Also sind wir wieder hier vorne, okay. Dann einmal. Oh. Hm? Dann ging die Tür auf. Anstieg. So, wir gehen weiter hier runter. Wenn wir hier aufmachen, ging es hier zu. Okay, das ist natürlich schlecht. Dann kann man jetzt oben rumgehen, ohne diesen Weg hier durchzugehen. Haben wir vorher gar nicht gesehen. Wahrscheinlich war die Tür zu gerade eben. Ich habe es nicht mal gesehen. Einsammeln, was keine Miete zahlt. Okay. Ah ja, sind aber viele Gegner hier, wa? Mein Gott, sind aber viele Gegner hier. Gut. Müssen sie auch sein, sonst wird es ja auch langweilig, ne? Du? Oh, was ist er denn? Irgendwie. Muss er irgendwie eine Schwachstelle haben.
Der Anblick einer Frau reizt ihn auf. Okay. Wie können wir ihn denn killen? Was? Jo. Können wir hier einmal speichern vorher? Mal. Hier natürlich gerade nicht. Hier drin wirklich nicht speichern, ist ja schade. Okay, müssen wir versuchen, da irgendwie den zu killen oder so. Hat er überhaupt Leben verloren? Die Kreatur ist echt zu mächtig. Was machen wir denn da? Wäre ja wahrscheinlich irgendwie dran vorbei, ne? Mal runterspringen können wir auch nicht. Da ist ja noch so ein Gitter, das zu ist. Wenn wir hier oben nochmal, gab es hier irgendwo einen Schalter? Ich habe nur diesen einen Schalter da oben. Es kann nicht sein, dass wir den drücken müssen, damit das hier unten aufgeht. Das ist ja Quatsch. Okay, müssen wir uns anders überlegen. Wo ist was? Was können wir hier tun? Ihn vielleicht vorbeikommen irgendwie. Kommen wir einfach dran vorbei. Nein. Komm, wir laufen weiter. Lass ihn da stehen. Lassen wir den mal da in Ruhe. Wir müssen ihn gar nicht killen müssen. Er kommt hinterher, okay. Alter. Hier längs, komm. Kommt hierher. Komm. Komm, wir machen hier zu. So, müsste doch eigentlich ungetüm weg sein oder eingesperrt sein, oder? Bin ich verkehrt? Habe ich falsch geguckt? Ich glaube nicht. Ja. Ja gut, er ist dahinter und wir sind hier. Gut zu wissen. Ja! Oh Gott, ich hab auch gar keine Ausdauer mehr gehabt. Riftsplitter. Irgendwas Gutes gebrauchen später. So. Alles mitnehmen, was hier liegt. Gut, aber ich glaube, das soll es gewesen sein für heute. Wir machen hier ein kleines Päuschen. Das geht ja wahrscheinlich noch richtig tief runter. Aber wir machen erst beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.